Der prophetische Nussknacker. Teil 3. Es geht um Entrückung oder Scheidung zum Gericht. Etwas mehr über biblische Prophetie hören und lernen. Zuerst noch ein schöner Bibelvers, wo es heißt: Ich freue mich über dein Wort und bin so glücklich wie einer, der einen großen Schatz findet. Wer träumt nicht davon, irgendwo einen Schatz zu finden, einen Goldschatz, vielleicht der Kelten auf irgendeinem Acker oder wenn man an einem Strand entlang läuft, man träumt von irgendeinem Schatz, der vielleicht von so einer alten spanischen oder portugiesischen Galeere angeschwemmt wurde. Aber die Bibel sagt, es gibt noch was viel Größeres als Gold und Silber. Das ist wirklich das Wort Gottes. Und da dürfen wir Freude darüber haben, auch über dem prophetischen Wort. Jesaja 42, 23 sagt: Aber wer von euch passt auf und hört sich diese Dinge an und lässt sich wachrütteln und lernt für die Zukunft daraus? Deswegen gibt uns Gott Informationen in Bezug auf die Zukunft, dass wir darauf hören, dass wir uns wachrütteln lassen. Das hat ja auch mit ganz persönlicher Erweckung zu tun und dass wir daraus richtige Entscheidungen treffen, auch für die Zukunft. Und wenn wir das Wort Gottes betrachten, studieren, weitergeben, geht es ja immer auch um die Wahrheit, um die absolute Wahrheit. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht irgendeine Wahrheit, ein Stückchen Wahrheit, sondern die Wahrheit. Und Jesus erwiderte den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In Johannes 8, 31 bis 32 und im Vers 36: Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Das ist ja auch eine Wirkung vom Wort Gottes, dass wir als Christen wirklich echte und freie Menschen sein dürfen. Und jetzt zu unserem eigentlichen Text. Es geht ja um Entrückung oder Scheidung zum Gericht. Diese klassischen Verse finden wir in Matthäus 24, 40, obwohl hier das erste Teil, das habe ich übernommen aus Lukas 17, 34 bis 36, weil das eben in Matthäus nicht erwähnt wird. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei auf einem Bett liegen, einer wird weggenommen werden, der andere gelassen. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird weggenommen und der andere wird gelassen. Zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird weggenommen und die andere wird gelassen werden. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Die große Frage: Geht es hier wirklich um die Entrückung? Und jetzt zu diesen Parallelversen auch aus Lukas. Ich sage euch, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird genommen, der andere wird gelassen. Zwei werden miteinander mahlen, eine wird genommen, die andere wird gelassen. Zwei werden auf dem Feld sein, einer wird genommen, der andere wird gelassen. Da fragten die Jünger: Herr, wo wird das geschehen? Er erwiderte: Wo das Aas liegt oder der Kadaver, da sammeln sich die Geier. Wenn wir jetzt an Entrückung denken, dann befremdet uns dieser Schluss etwas, wo der Herr Jesus sagt: Wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Also Entrückung oder Scheidung zum Gericht. Und unsere harte Nuss ist ja die, ob Jesus hier über die Gemeinde redet oder geredet hat. Hat Jesus sich an die Gemeinde gewendet? Hat er zur Gemeinde gesprochen? Hat Jesus hier die Entrückung erwähnt? Denn im ganzen Zusammenhang geht es eigentlich um Israel. Und wir dürfen nicht vergessen, die Entrückung war ein großes Geheimnis, die ganz selten in den Evangelien angesprochen wurde, ganz, ganz selten und eigentlich erst so richtig vom Apostel Paulus dann geoffenbart wurde. Scheidung. Wir müssen da jetzt so ein bisschen in dieses jüdische Umfeld uns hineindenken. Zum Beispiel hier in Matthäus 13,
49 bis 50. Da sagt der Herr Jesus Folgendes: Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung oder am Ende des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Also am Ende der Welt, sagen viele Übersetzungen, ist nicht so gut, diese Übersetzung. Das Richtige, es geht hier um das Ende dieses Zeitalters, dieser Zeit. Und dann in Matthäus 13, 49 bis 50, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Das hier ist eine rein interne jüdische Sprache. Hier wird in erster Linie nicht von der Welt gesprochen, sondern vom Land Israel, von dieser Scheidung von den Gottesfürchtigen, von den Gehorsamen und von den Gottlosen. Also Scheidung zum Gericht. Scheidung zum Gericht. Die Engel Gottes werden die rebellischen und verlorenen Juden entfernen. Sie werden nicht an diesem Reich Gottes teilnehmen. Sie werden ausgeklammert, sie werden weggenommen. Am Ende des Zeitalters. Was bedeutet das? Nochmal kurz, um kurz zurückzukommen. Lukas 21, 24, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Es gibt also einen Abschluss von dieser Zeit der Heiden. Das ist eine sogenannte Dispensation, wo Gott also in einer besonderen Weise wirkt, ist ja auch heute die Zeit der Gnade, wo das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird. Was bedeutet, bis die Zeiten der Heiden oder der Nationen erfüllt sind und was kommt danach? Ganz wichtig. Und da haben wir auch diese schöne Illustration von Daniel 2 mit dieser Statue. Ist eine ganz besondere Offenbarung. Daniel, er hat ja so viel gesehen, das hat in Babylon angefangen, damals im alten Babylon. Und er hat in seiner prophetischen Vision so weit in die Zukunft geschaut, er hat sogar das wunderbare und glorreiche Wiederkommen Jesu gesehen, als den König aller Könige. Und es fängt ja hier mit Babylon an, mit das Gold, Medo-Persen, Persien war das Silber, Griechenland das Kupfer, Rom das Eisen und das Rom der Endzeit, das, wir nennen das auch das Vereinigte Europa, ist dann nur noch Eisen und Ton und wir sehen das Material, das Metall wird immer minderwertiger, ist immer weniger wert. Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Ton. Und wir sehen ja dann, dass Jesus als dieser geheimnisvolle Stein, der herabgerissen wird, nicht mit Menschenhänden, also er wird göttlich herabgerissen und er zertrümmert dann diese ganzen Weltreiche. Alles, was der Mensch aufgebaut hat, vor allem die ganze Gottlosigkeit, ja, das ganze System, das ja im Argen liegt, das wird dann zerstört und dann richtet Jesus sein Reich auf. Dieser Stein, der wird dann die ganze Welt erfüllen. Darum geht's. Das heißt also, das Ende der Zeiten der Nationen oder der Heiden wird sein, wenn Jesus als König aller Könige zurückkommt. Und dann wird er sein Reich aufrichten. Aber interessant ist auch die kurze Bemerkung, ja, wenn hier Babylon als Gold mit Gold symbolisiert wird oder charakterisiert wird, für uns ist doch die Demokratie das höchste aller Gefühle. Also müsste doch hier zum Schluss auf der Höhe des Vereinigten Europas müsste ganz unten nochmal Gold kommen oder sowas Ähnliches, Wertvolles. Aber wir müssen sagen, Demokratie bedeutet ja, dass das Volk regiert. Und die Demokratien, die waren deswegen so erfolgreich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, kann man fast nicht sagen, aber hat doch viele Länder hochgebracht. Aber es ist sehr gefährlich, wenn das Volk regiert. Und zwar, wenn das Volk ohne Gott regiert.
dann artet, dann mutiert die Demokratie zu einem antichristlichen Körper, zu etwas Schrecklichem. Und so war sie auch, als der Daniel diese Statue gesehen hat, sie war schrecklich anzusehen. Letztlich, was der Mensch erreicht, vieles ist schrecklich und liegt im Argen. Ja, wenn wir die ganze Welt als Ganzes anschauen, wie es so aussieht in der Welt. Also Demokratie ohne Gottesfurcht wird zum Fluch. Und das merken wir auch hier immer mehr, auch in Deutschland, wo ja christliche Werte mit Füßen getreten werden, was Gott Sünde genannt hat. Das wird heute als salonfähig eingestuft und man darf nichts mehr kritisieren und auch nichts mehr sagen. Auf dem Punkt sind wir jetzt, dass es so langsam, dass die Demokratie anfängt, ihre eigenen Kinder zu fressen. Nämlich, die ja an diesem Fundament, an diesem christlichen Erbe festhalten. Und wenn wir da heute richtig festhalten, dann werden wir plötzlich schon kriminalisiert. Also interessant hier, Gold und immer minderwertiger. Ja, das Reich Gottes. Als der Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt, vor seiner Entrückung, da fragten ja die Jünger nochmal dort auf dem Ölberg: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Sie haben nachgehakt. Sie ließen nicht locker, denn das war im Kopf der Juden, dieses Himmelreich auf Erden, regiert vom göttlichen Messias, wo der Himmel wieder an der Erde andockt, wo es ganz anders sein wird, wie heute. Und da fragen die nach, dieses Reich. Sie sahen alles zusammen, nämlich den Messiaskönig, das Friedensreich, einen neuen Tempel und das vereinigte Volk in seinem von Gott verheißenen Land. Es ist interessant, dass in Sacharja Folgendes gesagt wird, Sacharja 6, 12 bis 13, so spricht der Herr der Herrscher und sagt, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Spross heißt in Hebräisch Zemach. Zemach, das ist anerkannt, das ist ein Ausdruck für den Messias. Zemach, der Spross. Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird Herrlichkeit tragen. Und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, aber zugleich wird er auch Priester sein. Das gibt's aber nicht in der normalen Ordnung. David, Salomo und die Könige, das waren nicht gleichzeitig König und Priester. Die Priester kamen ja aus dem Stamm, waren ja die Nachkommen von Aaron, von Mose und die Leviten. Aber hier heißt, dass dieser Spross, dieser Messias wird König und Priester gleichzeitig sein. Ähnlich wie Melchisedek. Ja, und das ist ja wieder so, wie uns das im Brief an die Hebräer erklärt wird. Sehr interessant. Es wird also im Friedensreich, im tausendjährigen Reich, einen Tempel geben, den sogenannten vierten Tempel. Der dritte, der dient ja praktisch nur während der Zeit der sieben apokalyptischen Jahre. Ist ganz wichtig, wird Heiligtum genannt, wird der Tempel Gottes genannt, aber nachher kommt dieser besondere Tempel, den der Herr Jesus selber bringen wird. Oder auch ein anderes Wort aus Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, wieder von diesem Reich zu sprechen. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, das heißt ja auf Hebräisch den Messias, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und diese Propheten, die haben von Israel geredet, von der Wiederherstellung Zions, von der zukünftigen Herrlichkeit Zions. Das sind ganz praktische Dinge, die immer wieder auch in Israel zentrieren. Also mit dem auserwählten Volk. Und da heißt es ja, dass Zeiten der Erquickung kommen und die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Da geht es um das Reich Gottes. Also ganz wichtig, dass wir auch als Christen richtig biblisch denken und eine geschärfte Logik haben vom Wort Gottes her und es so nehmen, wie es da steht. Ja, und das ist nicht so schwierig. Also nochmal wiederholt, die Engel Gottes werden die rebellischen und verlorenen Juden entfernen. Da wird es eine Scheidung geben
zwischen verlorenen Auserwählten und geretteten Auserwählten. Wer da als Christ nur an die Erwählungstheologie denkt, da kommen jetzt vielleicht manche ins Schleudern, wenn ich von verlorenen Auserwählten spreche. Aber das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Denn wie war denn das damals, als Israel, das gesamte Volk aus Ägypten hinausgeführt wurde durch den großen Mose? Und wir wissen ja, wie es zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 2 heißt, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Ja, die waren nicht gläubig in dem Sinn. Und am Schluss von Hebräer 3 heißt dann auch, dass diese 40 Jahre gesündigt haben und dass ihre Leiber in der Wüste gefallen sind. Sie sind nicht in das auserwählte Land, ins verheißene Land hineingekommen. Sie sind verloren gegangen. Obwohl es das auserwählte Volk war, Gottes Volk. Aber sie waren verlorene Auserwählte. Das ist wichtig, dass wir das als Christen so sehen. Und da heißt es ja hier in Matthäus 3, 1 bis 2, das war ja diese typische Botschaft von Johannes dem Täufer. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war tatsächlich nahe. Es hätte hier theoretisch zur Aufrichtung des Friedensreiches kommen können. Aber es wurde dann wieder weggenommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und der Herr Jesus selber hat gesagt, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Am Anfang von seinem Wirken in der Öffentlichkeit, am Anfang hat er genau das Gleiche verkündigt. Und wir beten ja auch im Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist nicht irgendwie was Mystisches, was Nebelhaftes. Wenn wir beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir darum, dass Gottes Reich hierher kommt, auf die Erde. Und Gott hier regiert, der Himmel wieder an der Erde andockt. Das sind wichtige Dinge. Oder auch, wenn Paulus sich intensiv mit Israel beschäftigt und das den Heidenchristen erklärt. Ganz wichtig. Zum Beispiel Römer 11, 27 bis 29. Und das ist der Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Betreffs des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Auswahl oder nach der Erwählung Geliebte um der Väter willen. Denn die Gaben und die Berufung Gottes sind unwiderrufbar. Sie sind nicht rückgängig zu machen. Sie kann nicht aufgelöst werden, ist unauflöslich oder unauflösbar. Das gilt für immer. Aber hier haben wir einige wichtige Aussagen. Da heißt, sie sind zwar Feinde um des Evangeliums willens, aber Geliebte um der Väter willen. Das heißt jetzt aber nicht, dass es einen anderen Heilsweg gibt. Der Heilsweg Gottes geht nur über das Blut des Lammes Gottes, so wie es Jesaja im 53. Kapitel erklärt. Das ist also ganz wichtig. Hebräerbrief, der erklärte der Schreiber, dass das ganze Blut von den Tieren die Sünden ja nur zugedeckt hat, aber das Blut von diesem leidenden und sterbenden und fehlerlosen Lammes Gottes, des Messias, da wurden die Sünden dann definitiv aufgelöst, weggenommen. Und das ist ganz wichtig. Also es gibt nur einen Heilsweg, auch für die Juden. Das ist über den Messias. Denn die Gaben und die Berufungen Gottes sind unwiderrufbar. Also diese Scheidung zum Gericht, die hat Israel noch vor sich. Das wird kommen, diese Scheidung. So wie die ganze Welt ja noch geschieden werden wird. Und da heißt jetzt, das ist jetzt gut, wenn wir uns einige interessante Verse aus dem Alten Testament ins Gedächtnis rufen oder vor Augen stellen.
Hier zum Beispiel Jesaja 57, 13. Wenn du schreist, mögen dich deine Götzenhaufen erretten, aber ein Wind wird sie allesamt entführen. Das Wort entführen, das heißt auch hochheben, wegentrücken. In Englisch heißt das lift up, hochheben. Das ist also eine negative Entrückung. Ein Hauch sie hinwegnehmen. Wer aber zu mir seine Zuflucht nimmt, wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Aber die Götzendiener, die werden weggenommen, die werden entführt, die werden entrückt, die werden hochgehoben, die werden weggeschafft. Oder im Psalm 28,3, reiße mich nicht fort mit den Gesetzlosen. Oder nimm mich nicht weg mit den Gesetzlosen. Denken wir jetzt nochmal an das Wort. Der eine wird weggenommen vom Feld, von der Mühle, vom Bett und der andere wird gelassen. Und wir müssen das hier in diesem Zusammenhang sehen. Wie Schlacken hast du hinweggeräumt oder weggeworfen alle Gesetzlosen der Erde. Darum liebe ich deine Zeugnisse. Also immer wieder diese Scheidung, diese Reinigung. Psalm 37, 9 bis 11. Denn die Übeltäter werden ausgerottet werden. Aber die auf den Herrn hoffen, diese werden das Land besitzen. Hier bezieht sich das immer auf das Land, auf das Land Israel. Und noch eine ganz kurze Zeit und der Gesetzlose ist nicht mehr. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht mehr da. Er wurde weggenommen, weggerafft, ausgerottet. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden sich am Frieden erfreuen, an diesem wunderbaren Friedensreich. Oder Sprüche 10,30, der Gerechte wird nicht wanken in Ewigkeit, aber die Gottlosen werden nicht im Land bleiben. Da geht es immer hier um die Gottlosen in Israel, in diesem Zusammenhang. Und da kommt es zu dieser Scheidung, zu dieser gottlosen Thermik. Der Starke wird dann wie Zunder sein und zum zündenden Funken sein Werk. In Flammen gehen sie alle auf und es gibt niemand, der löscht. Oder im Psalm 62, 10, nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug die großen Leute. Auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Das war ja auch die Botschaft damals an Belzazar im Buch Daniel, wo es hieß, du wurdest auf die Waage Gottes gestellt und als zu leicht empfunden. Mene, mene, tekel, ufarsim. Das ist ja diese Botschaft, vor der wir alle Angst haben sollten, solange wir nicht Jesus in unserem Herz haben. Dann haben wir Gewicht, dann wird uns diese gottlose Thermik nicht wegraffen und dann sind wir eben gerettet. Also hat Jesus von der Entrückung der Gemeinde geredet, gesprochen? Hat Jesus über die Gemeinde geredet? Hat Jesus zur Gemeinde gesprochen? Hat Jesus die Entrückung erwähnt? Und da müssen wir eben sagen, nein. Es geht um diese Scheidung in Israel selber. Und davor hat Jesus gewarnt, auch Johannes der Täufer. Das ist diese Botschaft für Israel. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und diese Botschaft wird zukünftig wieder verkündigt werden. Und wer sind diese Auserwählten in Matthäus 24, 31? Die Engel Gottes werden die gehorsamen Juden sammeln und nach Zion bringen. Also wir sehen hier zwei Arten des Wirkens dieser Engel. Einmal negativ, dass sie alle Sünder und Gottlosen sammeln und ausscheiden, wie wir es erwähnt haben. Und das andere Mal werden die gehorsamen, die geretteten Juden gesammelt und nach Zion gebracht. Und das steht eben in Matthäus 24. Ein ganz wichtiger Vers, Matthäus 24, 31. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken her kommen sehen. Dann wird er die Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden, um seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen und von allen Enden der Welt zusammenzubringen. Und dieses Wort, das heißt der Episunago. Episunago, Sunago, da kommt ja auch das Wort Synagoge her. Das ist ja der Ort der Versammlung. Also hier werden die Auserwählten versammelt. Sie werden versammelt und nach Zion gebracht. Dieser Ausdruck versammeln ist was anderes,
wie das, was die Entrückung der Gemeinde beschreibt. Da werden ja keine Engel erwähnt, ja, nur die Trompete Gottes. Und dann begegnen wir Jesus in den Wolken. Wir werden entrückt, ihm entgegengerückt. Die Entrückung, die wird mit einem Wort beschrieben, das heißt Harpazo in Griechisch, das heißt wegreißen. Und es gibt ja in Südamerika diesen wunderbaren großen Raubvogel, Harpia. Harpia heißt einer, der wegreißt. Ein Raubvogel. Ja? Das kommt von Harpazo, Harpia. Und das ist der Ausdruck, wenn wir plötzlich entrückt werden. Könnte jetzt geschehen. Wäre ja wunderbar. Plötzlich werden wir hier weggerissen. Wir werden nämlich vor dem Zorn Gottes, vor dem Gericht, werden wir weggerissen, weggeholt. Und er wird den Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Auch hier immer wieder diese Ausdrücke, dass die Juden eines Tages alle nach Israel zurückgebracht werden. Und jetzt schauen wir uns kurz die verschiedenen Aspekte der großen Errettung an oder vom Errettungswerk Jesu. Ich denke, das ist auch für viele Christen immer noch ein Geheimnis. Man sieht es nicht so richtig. Zum Beispiel diese Prophetie oder diese Erklärung in Jesaja 49,6, wo ja Gott mit seinem Knecht spricht, mit dem Knecht des Herrn. Das ist diese Person, die erscheint in den Jesaja 40er Kapiteln. Und es ist die gleiche Person, die in Jesaja 53, als das Lamm Gottes stirbt, dieser Knecht des Herrn, dieser Obed oder Ebed, Yahweh, das ist Jesus, das ist der Messias. Und hier spricht Gott mit diesem Erretter, ja, mit seinem Sohn. Ja, er spricht, also Gott, es ist zu wenig, dass du mein Knecht oder mein Diener seist. In Englisch heißt es da übrigens, it's too light, it's too light. Das ist die Light-Version, also eine Diät-Version, eine abgespeckte Version. Das ist Gott zu wenig, er will mehr. Ja, was ist ihm denn zu wenig? Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten oder wiederherzustellen und die Bewahrten oder die Zerstreuten Israels zurückzubringen. Zurück ins Land, nach Zion. Das ist also ein integrierter Bestandteil vom Rettungswerk Jesu, dass er die Stämme Jakobs wieder aufrichtet, die 12 Stämme, und dass er die zerstreuten Juden zurückbringt. Davon haben wir gerade gelesen in Matthäus 24, wenn die Engel diese Auserwählten sammeln. Und jetzt kommt der dritte Punkt und da sind wir uns ja alle eins, das nehmen alle Christen an. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Welt. Ja? Jesus, der Retter, bis ans Ende der Welt, das ist ja der missionarische Auftrag, sehr wunderbar. Wir könnten ja einen Juden fragen im Gespräch. Könnten Sie mir irgendeinen Namen von einem Juden sagen, der heute weltweit als Rettung der Heiden gepredigt wird? Und da gibt es nur einen Namen. Da gibt es nur einen Namen. Das ist Jesus. Er ist der Retter. Ohne Zweifel. Aber, wie gesagt, das ist ein ganzes Paket. Das sind drei Punkte, nicht nur einer. Nicht nur das Heil bis ans Ende der Welt, sondern auch die Stämme Jakobs muss er aufrichten und die bewahrten Israels, die zerstreuten Israels zurückzubringen. Deswegen lesen wir in Offenbarung 7 plötzlich im Vers 4 bis 8 die Auflistung der 12 Stämme Israels, 12.000 von jedem Stamm. Und viele Christen, für die ist es sehr befremdend, vor allem in Gemeinden, wo man ja nie das prophetische Wort studiert oder nie von Israel was hört. Da wird dann Juda, Ruben, Gad, Aser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef und Benjamin aufgelistet. Ja, und dann sagen natürlich die ganz Klugen, sagen dann, ja, aber da gibt es doch 10 verlorene Stämme und die Juden wissen ja selber nicht, zu welchem Stamm sie gehören. Das trifft schon auf den Großteil zu. Aber vergessen wir es nicht. Nicht ich, nicht sie, nicht wir müssen die Stämme Israels zurückbringen, sondern das macht Gott, das macht Jesus.
Und er kennt die Abstammung von jedem Juden, von jedem Menschen. Und für ihn ist es gar kein Problem, für diesen allmächtigen, allwissenden Gott. Und das ist die Verheißung und die muss sich erfüllen. Und hier sehen wir den Beginn der Wiederherstellung der 12 Stämme Israels. Ich meine, es gibt heute Juden, die wissen, dass sie von Aaron abstammen. Die haben ganz bestimmte Namen wie Kohen zum Beispiel oder Levi, ne? Levis, Lewinsky. Die wissen, sie kommen aus dem Stamm Levi. Und die anderen Juden heute, das sind die Nachkommen vom Original Israel, die über die Jahrtausende ihre Identität erhalten haben. Das ist heute eine Vermischung von allen 12 Stämmen. Es gibt keine verlorenen 10 Stämme. Ist eine Vermischung. Und Gott wird das wiederherstellen. Sogar im himmlischen Jerusalem. Das ist ja stark neutestamentlich. Ja? Für uns Christen, auch da stehen die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels über diesen 12 Toren. Ja? Die sind ja riesige Perlen. Was ganz Wunderbares, auch da diese 12 Stämme. Wohin werden die Juden versammelt? Wir denken nochmal an Matthäus 24, wenn die Engel die Auserwählten sammeln. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Und ihr werdet zusammengelesen werden, einer zu dem anderen, ihr Kinder Israel. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Posaune gestoßen werden. Und die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn auf dem heiligen Berg in Jerusalem anbeten. Dieser heilige Berg ist der Berg Zion. Und da heißt es, eine große Posaune wird geblasen, wird gestoßen. Und das wird ja auch in Matthäus erwähnt, Matthäus 24. Das ist dieses Ereignis. Da geht es also nicht um die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist am Ende der großen Trübsal schon lange entrückt geworden. Da geht es jetzt um die Sammlung der Juden. Dann wird der Herr, dein Gott, dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis an der Himmelende verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort einsammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. In das Land, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich mehr vermehren, als es deine Vorfahren gewesen sind. 5. Mose 30, 3 bis 5. Das ist diese jüdische Sprache. Das sind diese Verheißungen, die unwiderrufbar sind. Das heißt Land, Volk, Jerusalem und der Gott Israels. Also, sie sind Auserwählte, Erwählte, aber eben, es kommt zu dieser Scheidung. Das ist eine ganz ernste Botschaft für Israel heute. Es wird zu dieser Scheidung kommen, obwohl wir ja wissen, auch heute haben wir unsere wiedergeborenen Brüder und Schwestern auch in Israel, die heute zur Gemeinde gehören und mit entrückt werden. Interessant ist auch dieser Vers 2. Timotheus 2,10, da geht es auch wieder um Israel, wo Paulus ja erwähnt, wie er gelitten hat und wie er leidet, gerade auch durch die Juden, verfolgt wurde, verstoßen wurde. Aus diesem Grund ertrage ich das alles für die Auserwählten, damit auch sie zur Errettung in Jesus Christus gelangen und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben können. Hier heißt es, auch sie. Da geht es also nicht um die Gemeinde. Hier geht es um eine andere Gruppe. Auch sie. Nämlich die Auserwählten. Sie sollen zur Errettung kommen. Denn bis jetzt sind sie noch verlorene Auserwählte. Auch sie. Das kann man nicht auf die Gemeinde beziehen. Hier geht es um zwei Gruppen. Um die Heiden, die in die Gemeinde kamen. Und um die Juden. Auch sie. Und deswegen hat Paulus alles ausgehalten. Oder auch Römer 9, 3 bis 5, ein ganz wichtiger Vers, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Der steht in unserer Bibel. Aber ich denke, dass schon seit Jahrtausenden die Kirchenväter, die Reformatoren und viele Christen diesen Vers anders verstehen, wie er da steht. Ich habe mir gewünscht, verbannt zu sein, weg von Christo für meine Brüder, die meine Volksverwandten oder Volksgenossen sind nach dem Fleisch. Die da sind von Israel.
welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, welcher auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Über welche Worte lesen die Christen oder wurde über Jahrhunderte und Jahrtausende weggelesen? Paulus sagt hier, die da sind von Israel, welchen gehört die Kindschaft? Aber man liest so, wie wenn es heißt, ihnen gehörte die Kindschaft und es ist alles aus. Das ist ja diese Ersatztheologie, dieses heilsgeschichtliche Auslöschen Israels, das wir immer wieder erwähnen. Aber da heißt, ihnen gehört es. Und deswegen dürfen die Heidenchristen das nie vergessen. Eingepfropfte Zweige im Ölbaum. Ja, und Gottes letzte Worte in Bezug auf die Juden sind ja, und sie wieder in ihr Land sammeln werde und keinen mehr von ihnen dort draußen übrig lasse. Das ist Gottes letzte Wort über die Juden. Ja, ich meine, wir kennen viele Juden im Ausland, zum Beispiel in Südamerika, in Uruguay, in Brasilien, Argentinien. Es hat viele Juden in Amerika, mindestens 5,5 Millionen. Und die Bibel sagt, eines Tages werden alle ins Land versammelt werden. Vorher werden sie gesiebt, geschieden und dann beginnt dieses Friedensreich. Das ist Gottes letzte Wort. Also das hat sich noch nicht erfüllt, solange wir überall noch Juden verstreut in der Welt sehen, in der sogenannten Diaspora. Ja, das ist der prophetische Nussknacker. Also wir haben jetzt diese Verse behandelt, wo es ja heißt, zwei im Bett, zwei auf dem Feld und zwei an der Mühle. Ich meine, es ist keine direkte Irrlehre, wenn das jemand auf die Entrückung auslegt, aber es ist nicht das Richtige. Im ganzen Textzusammenhang geht es in Matthäus 24 nicht um die Gemeinde. Das sind ganz klare Hinweise, Orientierungen, auch Warnungen, Offenbarungen für Israel, nämlich für das Israel der Zukunft. Und das werden wir auch noch behandeln, diese zukünftige Generation im Land Israel und dass auch das Haus Israel lange Zeit wüst da liegen würde und wie sich das heute alles verändert. Also dieser prophetische Nussknacker.